Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ein letztes Mal im Jahr 2021, denn heute Abend begrüßen wir zusammen das Jahr 2022. Also lass mich einmal laut knallen mit einem digitalen Feuerwerk. Ich habe mir spannende Ideen und Projekte überlegt, die ich gerne nächstes Jahr mit euch zusammen angehen möchte. Seid da auf ein bisschen was gefasst. Aber hiermit dann auch gleich die Ankündigung, dass ich den Advent of Code 2021 nicht zu Ende bringen werde. Türchen 23, 24 und 25 werden also unbearbeitet bleiben. Die Lösungen jeweils liegen ziemlich auf der Hand. Es ist aber so irrsinnig arbeitsintensiv, das umzusetzen. Wen es interessiert, Türchen Nummer 23 zum Beispiel, kann man auch wieder mit Dijkstra lösen. Aber ich möchte die Zeit da nicht reinstecken. Das würde wieder eine Mega-Session 7, 8, 9 Stunden brauchen, bis ich das Programm fertig durchdebuggt habe, Unvorhersehbarkeiten, Unabwägbarkeiten abgewogen habe. Das lohnt sich für mich nicht. Meine Zeit ist kostbar. Ich mache das hier alles von meiner Freizeit. Und da möchte ich doch lieber mich mit neuen, spannenden, anderen Aufgaben auseinandersetzen, die wir zusammen hier auf dem Kanal auseinandernehmen können. Wie zum Beispiel wie diese Animation, die jetzt da gerade im Hintergrund seht, erstellt wurde. Stichwort hier ist das Curses-Paket von Python. Auch da können wir mal einen Blick reinwerfen. Ansonsten wünschen wir uns gegenseitig alle das Beste und dass das nächste Jahr wieder mit neuen Herausforderungen und spannenden Erfahrungen aufwarten kann. Bis dahin, gehabt euch wohl, kommt gut im neuen Jahr an und ciao, ciao.